Switching. Das Schöne ist, man ersetzt die Switching Station. Und eine Switching Station braucht man nur eins. Ach du Scheiße. Gut, man braucht nur eine davon. Das habe ich. Das muss ich machen. Das war Setzlinge kochen, oder? Ja. Gut, das kriege ich hin. Setzlinge kochen kann ich. Habe ich ganz groß drin. Die Dinger kriege ich auch hin. Okay, dann machen wir da erstmal welche von. Natürlich alles wieder in die Kiste getan hier. Also, das kann erstmal weg wieder. So, ja. Da ist sie wieder. Also, wir setzen hier mal einen hin. Dann war unten Dings, ne? So. Oder? Ja. Dann einen davon. Da habe ich natürlich nur einen von. Aber ich habe ach, scheiße, ich habe die alle verarbeitet, ne? Ach, so ein Mist. Wollen wir mal ganz schnell gucken, ob wir in der Höhle was finden. Ich hätte das nicht alles verarbeiten sollen. Jojo. So. Ganz ruhig. So. Gehen wir nochmal hier runter. Wir haben alles, was wir brauchen. So. Copper. So, was kostet denn eigentlich so ein Grinder? Ach, da braucht man auch wieder Strom für, ne? LV-Grinder. Mit dem Grinder, da kannst du nämlich das Zeug erst malen, dann hast du Pulver und aus dem Pulver kriegst du nämlich zwei Barren raus. Das ist ganz praktisch. So, wir haben auf jeden Fall, was wir brauchen. BZW, das reicht trotzdem nicht. Drei, da kriegen wir nämlich nur zwei raus und das ist zu wenig. Wir brauchen vier davon. Ach, das heißt, ich darf nochmal runter und nochmal Kupfer holen. Bitte? 1,45 läuft bei euch. So. Wir gehen mal hier runter. Aber das glaube ich egal, sind die Höhlen sind eh miteinander verbunden irgendwie. Dreimal reicht. So. Dreimal reicht. Wir müssen also noch irgendwann nochmal auf Kupferjagd gehen. Dazu müssen wir natürlich noch tiefer in die Höhlen gehen. Wir haben ja gerade mal eine Oberfläche gekratzt. Das haben wir jetzt 100 irgendwas tief. Da geht noch was. Liebe Minecraft-Spieler, ihr wisst es. Liebe Minecraft-Spieler, ihr wisst es vielleicht nicht. Unsere Höhlen sind tiefer als eure. langsam. Knarz, knarz. Die Kamera ist irgendwie nicht so richtig... Ist die scharf gestellt, die Kamera? Worauf fokussierst du? Fokussierst du auf meine Hand? Fokussierst du nicht auf meine Hand? Das Vorschaubild ist so klein, um das erkennen zu können. Das ist übrigens durch gewesen. So, bam, bam, bam. Dann haben wir nämlich hier jetzt vier von. Fuck, wir brauchen noch mehr Kupfer. Das brauchen wir zweimal, das Ding. Switching Station. Nein, wir brauchen da zwei von.
Ich mag nimmer. Na, no, ich mag nimmer. Okay, auf ein neues. Wir brauchen noch mehr Kupfer. Wir lassen das hier mal hier. Wir brauchen noch mehr Kupfer. Was brauchen wir denn? 6 Kupfer, ne? Hm. Geil. Darum, liebe Freunde, merkt euch, wenn ihr Sachen verarbeitet, verarbeitet nicht alles davon. Dann habt ihr noch was über, wenn ihr mal was braucht. Nach Hause. ist Nacht. So. Das kommt mal in die Pfanne hier. Ja. So, die Baustelle da unten. Wir können hier währenddessen schon mal weiterbauen. Wie machen wir das denn? Wo haben wir denn hier den Ofen? Der Ofen, der steht hier. Beziehungsweise, der ging hier direkt irgendwie runter, der Ofen. Oder das? Das hier? Da, da ist das, okay. Das heißt, da geht's runter. Kann man nämlich hier wieder zumachen. Hm. Da geht's direkt unter dem Weg durch, okay. Mensch, hier, wie gewollt. wie gewollt, ja. Haha, ich bin gut, ich bin gut. So. Das klappt super. Da hätten wir schon da sein müssen, ne? Wir machen hier nochmal auf. Da hätten wir schon da sein müssen. Da, siehst du mal, ein weiter und wir wären da gewesen. Okay. Ja, dann kommen wir nämlich hier nicht wieder raus. So. Dann kann hier nämlich wieder zu. Ja, zack, zack. Und dann kann man nämlich schon mal das Kabel reinziehen, das ich natürlich jetzt nicht mehr dabei habe. Warum eigentlich nicht? Ich habe weggetan, ne? So. Das ist inzwischen durch. Das heißt, wir können da nochmal eine ganze Rutsche von machen. Zack. Das brauchen wir. Das Kabel brauchen wir auch wieder. Das kommt erstmal hier rein. Da bauen wir gleich weiter. Ah, na gut, okay. Mal unten links laufen können. Kabel, Kabel, Kabel. Kabel, Kabel, Kabel. So. Na, klappt nicht. Und? So, dann kommen wir nämlich hier schon mal an den Ofen andocken. Hat der da jetzt angedockt? Ja. So. Ja. So, dann kann hier nämlich die Switching Station, die bauen wir dann hier irgendwie hin. Und dann können wir nämlich hier schon mal wieder zuziehen. Ja. Macht dem Kabel auch nichts, dass das da jetzt irgendwie versteckt ist. Ist ja Sinn der Sache. So. Da kommt die
der, ne, hier kommt die Station hin. Herr Hühnchen, du hast Pech gehabt. Du bist jetzt hinüber. So. Hier wird auch wieder zugemacht. Wobei, eigentlich wäre es vielleicht gar nicht so blöd, doch so einen Eingang zu haben, oder? Dass man hier doch zumindest irgendwie so halb an die Sachen drankommt. Ach, das war nur versteckt, okay. Egal, wir machen hier erstmal zu. So. Sieht halt ein bisschen komisch aus, dass es hier jetzt so eine Lücke hat, aber das ist schon okay. So. Dann wollen wir hier mal die Kabel verbinden. Oh, ich war hier sogar noch eins tiefer, sehe ich gerade. Das ist aber blöd. Das ist aber eigentlich egal, weil dann kann man nämlich hier schön um die Ecke bauen. So. Dann kommt man denn jetzt hier nicht... Ich wollte gerade sagen. So, die Switching Station. Warum ist das denn so ein schwieriges Wort? Die Station, die kommt dahin. Und dann hat das Ding nämlich dann auch gleich ein Network und dann gucken wir mal, wie viel es gibt. Vielleicht reicht das ja sogar. Wenn nicht, dann müssen wir nochmal in sauren Apfelbeiß und noch eins von den Dingern bauen. So, aber dann haben wir zumindest schon mal einen Teil automatisiert. Ach scheiße, einen Ofen müssen wir ja auch noch machen. Oh, einen elektrischen Ofen. Oh, der ist wahrscheinlich auch so scheiß teuer. Gut, wir machen erstmal die Dinger hier. Iron und die Ringelchen. Holen wir erstmal hier die Ringelchen und holen wir erstmal hier das Iron. Und dann machen wir mal. So. Ja, genau, mal zwei zu wenig. Geht nicht hier. Iron, zack. So, dann haben wir zwei nämlich hiervon. Und dann können wir nämlich hier nochmal gucken. Ja, die müssen auch noch gemacht werden. Okay, also, wir brauchen auf jeden Fall erstmal nochmal Iron. Ne, 5 nur, ne? Egal. So, dann setzen wir den hier nämlich erstmal daneben. Einer bleibt über. Das und das. Und hier oben die komischen, da muss man Setzlinge für brennen. Gucke mal da. Ich glaube, da gab es mehr draus, ne? Schauen wir mal. Ups. Aber wenn das klappt, dann können wir uns unten nämlich auch noch einen Ofen anschließen. Und dann haben wir nämlich alles, was wir brauchen. Und irgendwann mal müssen wir mal gucken, dass wir das Ganze mal erweitern, dass wir mal vielleicht Solarenergie oder sowas uns installieren. Lücke müssten wir gucken. Ich glaube, hier in der Mitte ist... hier in der Mitte kann man hoch, da in dem Bereich von diesem Vierer hier. Kommt man da oben dann irgendwie raus. Ja, müsst ihr mal schauen. Dann nimmt man nämlich schön Solarzellen auf dem Dach und dann kann man das Ganze dann irgendwie von Solarzellen betreiben. Vielleicht kann man eine Batterie noch anschließen. Wo laufe ich denn überhaupt hin? Da kann man eine Batterie noch anschließen und haben dann auch nachts Strom und tagsüber wird die Batterie geladen. Ah, es wird alles schön. Meine Güte. So, die nehmen wir auch schon mal wieder mit. Dann haben wir... die mussten die jetzt noch gebrannt werden? Oder was musste damit jetzt noch gemacht werden? Ach, die kommen dann in den Ofen. Guck mal, der hätte auch einen Setzling gereicht. Alles klar, wo läuft denn hin? Hier, wo ein? Der Ofen, der brennt sogar noch. Das ist doch schön. So. Guck mal hier, 6 Stück. So, wir sind bei 2 Stunden. Das heißt, diese ganze Aktion hier, die hat uns jetzt eine ganze Folge gedauert. Ah, Mensch, ich will nach Hause. Das ist immer so teuer sein muss. So, das wäre das Ding. Ah, dann
Dann brauchen wir zwei von. Ne? Dann brauchen wir einen. Ne, brauchen wir einen von. Ja, guck mal hier, dann haben wir den nämlich fertig. Ding, 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 ding. So langsam kann ich nicht mehr sitzen. So, dann bauen wir das Ding hier mal eben zusammen. So. Copper Coil. So. Oh Gott, kam der hier oben hin, ne? Dass ich mir das immer so gut merken kann, was das ist. Genau, links und rechts Kupfer. So, hab ich Kupfer dabei. Really, nigga? Ja, wir haben Kupfer. Ich hab noch Kupfer im Keller liegen. Einen halben Stack voll. Ich glaube, den nehmen wir mal, ne? Scheiße. Ach, herrlich. Okay, da hätte ich vielleicht mal nachgucken können. Ich meine, dafür haben wir die Kiste, ja? Da. Gut. Dann kommt das alles mal mit. Wo ist nur Kupfer hin? Bin ich jetzt blind? Willst du mich verarschen, Dicker? Ich hab doch gerade den Kupfer genommen hier. Wie ist denn dein... Ach da, Kupfer habe ich schon rein. Ja, wie mir gerade gut. Toll. Ja. Ich und Rezepte merken, ne? Genau, so ein Ding hier in der Mitte. Und unten, genau, davon. Und da haben wir nämlich hier genug von. Zack, zack, zack. Finally. Mm. Meine Güte, ey. Herrschaftszeit nochmal. Gucken wir mal, was das Scheißding hier überhaupt bringt. So. Pam. Na komm. Pam. Angeschlossen. 1525. Meine Güte. 100% effizient. Gewusst wie, ne? Deckel drauf. 3 Ofen anschließen. So, machen wir hier einmal zu. Geht auch nichts über eine schöne, stabile, harte Steinplatte aus Pflastersteinen. Ja. So, hier weg und hier hin. Und Erde habe ich natürlich nicht mehr dabei. Jetzt brauchen wir nämlich nur noch einen Ofen. Und der Ofen ist bestimmt genauso teuer wie diese scheiß Station. Station. Switching Station. Warum ist dieses Wort so schwierig? Fischers Fritze fischt frische Switching Stations. Mhm. frische Switching Stations fischt Fischers Fritze. Ja, geht doch. Jetzt ist nur die Frage, wo mein Zeug ist. Hier ist mein Zeug. Da wollen wir hin. So. Es wird schon wieder Nacht. Meine Güte, schon wieder 20 Minuten rum. Oh, die Zeit, die vergeht heute aber. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Ich find's ja schön, wie die Aufnahmesession aktuell sagt, irgendwie eine Stunde, aber in Wirklichkeit sind's schon 2 Stunden. 2 Stunden 6 Minuten und 2 Stunden 7 Minuten. Zusammengerechnet im Endeffekt wahrscheinlich weniger, weil ich einen Teil rausgeschnitten habe. Lass es eine Stunde 45 sein. Ich wollte nach dem Ofen gucken, ne? Da, 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 da. LV irgendwas Ofen. So, LV, wir brauchen LV... CNC-Maschinen. LR-Furnace. Kompressor. Kann man auch noch alles bauen, ne? LV-Grinder, den brauchen wir auch noch. Wo haben wir denn den beknackten Ofen? Wo ist der beknackte Ofen? Das ist alles Zeug, was wir bauen können. Aber es ist kein Ofen. Bin ich blind oder was? Furnace.
The Furnace, Filford Furnace. MV für. Gibt's keine LV für. Ach, willst du mich verarschen, Digga? Gibt den LV? Gibt den Filford Furnace? Gibt den LV? Really? MV Furnace, das heißt, es gibt keinen. Doch, es gibt da einen LV Furnace. Ich bin ja nicht blöd oder was? Moment. Dritte Aufnahmesession oder vierte? Jedenfalls, The Furnace ist jetzt da. Ich habe ihn mir zweimal gegeben. Warum auch immer, er wird nicht angezeigt im Craft Guide und er hat auch irgendwie kein Rezept zugeordnet. Eventuell ein Bug oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht nicht. Beziehungsweise, jetzt haben wir halt einen. Ja, was soll's. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen. Und den zweiten stellen wir uns dann irgendwie in den Keller. Den tun wir erstmal hier in die Futterkiste mit rein. Das ist zwar Quatsch, aber der liegt da zumindest trocken. So. Den können wir jetzt benutzen. Und dann kommen wir jetzt ohne Kosten. Siehste, das war's schon. Da haben wir ihn. So, da kann man nämlich jetzt richtig schön mit brennen. Und genau so ein Ding, den stellen wir uns in den Keller jetzt auch nochmal hin. Dann haben wir noch einen zweiten hier unten für den Fall, dass wir ihn mal brauchen. Gucken wir mal, wo wir hier hinkommen. Ja, das kommt... Ah, guck mal hier, da kommt er an. Das heißt, wir ziehen uns von da unten das Kabel einfach einmal um die Ecke rum. So, einmal um die Ecke rum. Dann kommt der Furnace hier drauf. Der jetzt natürlich oben liegt. So. Ich gehe demnächst dann mal einen Bug-Report schreiben, dass der Furnace irgendwie nicht craftbar ist und beziehungsweise versuche mal rauszufinden, woran das liegt. Aber auf jeden Fall haben wir den jetzt erstmal so. Ist, glaube ich, nicht so dramatisch, oder? Jetzt haben wir ihn auf jeden Fall. Jetzt haben wir zwei von den Dingern. Einen unten, einen oben. Das, was wir haben. Hoppala, das was. Was wir haben wollten, so ein drittes Mal. So. Und hier unten kann man jetzt nämlich auch Zeug brennen. Ne? Einwandfrei, so muss das sein. Warum ist denn das hier so beleuchtet? Da ist doch irgendwie hier um die Ecke irgendwas falsch. Guck mal hier, da ist nämlich, da muss die Wand hin. Ja? Und da muss das und dann muss das und... So ist hübsch, ist immer noch so beleuchtet hier. Naja, gut, egal. Wir können mal ein bisschen was brennen, würde ich sagen. Pass mal auf. Wir haben nämlich jetzt hier wunderbar. Hier ein bisschen Kupfer. Ja, Kupfer, ja, der ist ja schon gebrannt, der Kupfer. Na, muss man nicht nochmal brennen. Zinn haben wir theoretisch und wir haben hier die ganze Müllkiste noch voll. Guck mal, wir machen mal ein bisschen Eisen. Dann zeige ich mal, wie schnell das geht hier mit dem super Highspeed Furnace. Zack. Der leuchtet jetzt vor sich hin und nimmt hier gut was weg. Guck mal, wenn wir hier zweimal machen, machen wir Dual Core. Dann dauert das nur halb so lange. Von der Power müsste das reichen, oder? Ich glaube, die brauchten immer 300 oder sowas. Ja, geht auf jeden Fall gut voran. Also Prinzip erkannt. Das elektrisch hier. Hier kommt später einfach alles elektrisch hin. Alles, von mir aus auch alles LV-Geräte. Das ist egal, das ist ja für den täglichen Gebrauch. Die Kiste kommt weg. Da müssen wir mal gucken, wie wir das unterbringen, das Ding. Hier hinten, das Ding kann dann eigentlich auch wieder weg. Ja, da wächst alles schon wieder schön zu. So muss das sein. Da wächst dann auch bald wieder Gras über die Sache. Dann hat sich das Thema dann da nämlich schon mal erledigt. Hammer, hammer, hammer. Fully satiated already. So. Hier den Weg, da haben wir ja gut was geschafft heute. Ja, hier die Höhle. Ach, ja. Ne? Das passt soweit alles. Du frisst hier wieder meinen Kram. Na gut, okay. Hier wächst alles langsam zu. Das Haus wollen wir ja irgendwie nochmal erweitern. Dann ist das mit der Küche hier sowieso hinfällig. Da muss man dann schauen, dass wir das dann alles... So wirklich erweitern kann man es aber nicht, ne? Weil hier ist ja das... Na doch, würde gehen.
Müssen wir schauen, wie wir das machen. Vielleicht gehen wir dann hier kurz um die Ecke noch rum und dann passt das dann schon. So, das soll's dann aber auch nach nunmehr 2 Stunden 20 für diese Aufnahmesession gewesen sein. Ja, so langsam reicht es dann wirklich. Aber wir können noch mal eben kurz unseren Kram abholen hier. Das ist inzwischen alles gebrannt, siehste. So, hier oben auch. Zack. Ziel ist später natürlich, kann ich schon mal ein bisschen vorgreifen und verraten, wie wir es machen. Ziel ist später natürlich, das alles komplett automatisch zu haben. Das heißt, man schmeißt einfach alles in eine Kiste rein. Das wird in einen Grinder, beziehungsweise es wird aus der Kiste rausgepumpt in einen Grinder, beziehungsweise wenn der Grinder voll ist, wieder zurück in die Kiste. Aus dem Grinder geht es in eine weitere Kiste rein, einfach nur um den Kram zwischenzulagern. Von dieser Kiste geht es in einen Ofen, beziehungsweise wenn das voll ist, zurück in die Kiste nach dem Grinder. Aus dem Ofen geht es hoch in eine Ausgabekiste. Ich blende mal ein, ich habe da mal einen Bauplan zugemacht irgendwann. So soll es dann später aussehen. Auf dem Server habe ich es auch schon mal gebaut und das funktioniert super. Du schmeißt alles in eine Kiste rein und kriegst alles aus der anderen Kiste raus irgendwann. Alles natürlich dann irgendwie gegrindet, weil dann doppeltes Material. Muss ein bisschen aufpassen, was man in die Kiste reinschmeißt. Eventuell können wir mal gucken, ob wir das vielleicht über einen Filter dann lösen, dass das dann eben nicht alles in die Kiste reinkommt, beziehungsweise nur das reinkommt, was später gegrindet werden kann. Und beziehungsweise das geht in den Grinder und alles, was eben nicht gegrindet werden kann, geht entweder direkt in die Ofenkiste oder geht direkt in den Ausgabeschacht. Da müssen wir mal gucken, was da am einfachsten, am sinnvollsten wäre, vor allen Dingen, wie man es dann umsetzen kann mit den Filtern von Pipeworks. Da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Soll auf jeden Fall dann später mal in einer anderen weiteren Aufnahmesession erfolgen. Wenn mich nicht alles täuscht, machen wir 5 draus, kommt scheißegal. 4 oder 5 Folgen haben wir jetzt produziert. Die Zeit der Runden, da Spieldauer, die kann man ignorieren, das ist jetzt hinfällig, das ist kaputt. das Viech ist auch kaputt, das frisst da immer noch mein Zeug. Und wir gehen nochmal wieder raus. Wo gehen wir dann mal am besten hin? Kann eigentlich auch mal hier da drüben am See, ist auch schon gewachsen. Es wäre ja geil, wenn die so verschiedene Höhen auch behalten würden. Jetzt hier so ein hoch oder zwei hoch nur, ne? Na gut, egal. Wir gehen mal hier drauf. Ja, Sonne geht gerade unter. Passt mir wunderbar. Dann haben wir nämlich auch gleich einen Screenshot. Naja, ich suche nochmal einen guten Screenshot raus. Vielleicht können wir da irgendwie ein bisschen was von der Technik nochmal machen. Auf jeden Fall, das war's. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahmesession, ne? Haut rein. Tschö.